Miklo Ratiopharm Schmerzgel präsentiert The Medical Corner. Thema Stretching, Thema Dehnen. Ewig alt, ewig neu. Es gibt hier verschiedenste Ansichten. Wann soll ich dehnen? Wie lange soll ich dehnen? Vor dem Wettkampf, nach dem Wettkampf? Soll ich überhaupt dehnen? Ich denke, es ist Ansichtssache. Wir für uns haben entschieden, dass es Sinn macht, auf alle Fälle ein relativ kurzes Dehnprogramm in der Aufwärmphase, in der Warm-up-Phase durchzuführen und ein eher längeres Dehnprogramm nach der Belastung, um den Muskel zu entspannen, um die Spannung aus dem Gewebe zu bekommen. Ihr seht hier einige Übungen, die ihr alle schon öfters gesehen habt, wie man sie in der Aufwärmphase machen kann. Wir sind in den letzten Monaten dazu übergegangen, vermehrt mit der Black Roll zu arbeiten und wollen euch jetzt ein paar Übungen zeigen mit Tommy und der Black Roll. Ihr seht hier jetzt Tommy, wie er einige Übungen mit der Black Roll ausführt. Es wird normalerweise so vorgegangen, dass man die verschiedenen Muskelgruppen von unten nach oben durchdehnt, beginnen mit der Wade, dann geht man an den Oberschenkel seitlich, dann eventuell die Oberschenkelrückseite, um die Muskulatur, um das Bindegewebe zu dehnen, um das Ganze beweglicher zu machen. Dann am Ende geht es in Richtung Oberkörper zum Rücken, um das ganze Gewebe zu aktivieren. Jeder Athlet hat da seine individuellen Regeln, sodass diese Aufwärmvorgänge, dieses Dehnprogramm ca. 10 bis 20 Minuten dauern kann. Danach kann man relativ zügig dann auch in die Aufwärmphase bzw. in den Wettkampf einsteigen.